Ini! Voll ertappt. Wenn dir auffällt, ja, dass jemand gemobbt wird. Ich bin dann der, der mitmacht. Das ist richtig hartes Mobbing. Aber es macht die Sache nicht besser. Ja. So, weißt du, ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen Idioten sind. Man sagt ja People of Color. Darf man sagen Schwarzer oder muss man Farbiger sagen? Ich habe keine Ahnung, was man jetzt sagt. Wenn irgendwas Fragwürdiges ist, wir uns das gegenseitig angucken, überlegen, wir besprechen das. Stell mal vor, wir wären gecancelt worden, weil wir das Wort Indianer benutzt haben. Ja. Fände ich halt auch too much. Was ich auch so ein bisschen schwierig finde, ist, die geben uns kein Handbuch. Verstehst du? Ja. So, das ist okay und das ist nicht okay. Wir sind auch jederzeit offen für Leute, die uns genau das erklären, was wir nicht verstehen. Ja. Es bleibt am Ende des Tages Unterhaltung. Und wo würden wir landen, wenn wir Comedy zensieren die ganze Zeit? Genau. Macht's euch gemütlich, holt euch ein Getränk oder was zum Snacken. Denn es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Wir reden die Welt mit Inni und Chang, euren zwei Lieblingskoreanern. Inni! Hallo! Was geht ab? Was ist das für eine Bewegung? Es ist Mittwoch. Weißt du, was das wir Problem haben einen ist? Podcast, Ich weiß. Es ist Mittwoch. Ja. Ich habe Feierabend gehabt. Ja. Ich bin übelst müde. Ich habe jetzt zwei Nächte hintereinander wieder komplett scheiße geschlafen. Ja. Aber kennst du das, wenn du so übermüdet bist? Ja. Und dann kommt so. Nach müde kommt doof. Ja, genau. Kann passieren heute, ja. Ey, pass auf, wir hatten ja letzte Woche dieses Holy-Ding. Yes. Ja? Du hast ja erzählt, Energy war gut. Mhm. Ich fand eigentlich Hydration ziemlich geil. Mag ich auch. Das hat Elektrolyte, Mineralien. Yes. Yes. Und versorgt dich mit den Nährstoffen, die du verlierst an dem Tag, an Wasser, genau, wenn du schwitzt und so ein Scheiß, ja. Genau, und deswegen das Ganze ganz ohne geil. Zucker. Das Ganze ohne Zucker und ohne Zusatzstoffen. Du hast jetzt ein paar Hydrations mitgebracht, wir wollten uns ein paar shaken und dann wollten wir die trinken. Ja, ich habe jetzt kein Energy genommen, weil es jetzt schon abends ist, wie gesagt, und ich will ja besser schlafen. Komm, dann machen wir uns mal ein paar Fresh, ja, und dann stoßen wir an und dann trinken wir die. Ich habe für mich mitgebracht White, ja, Peach und ich habe dir mitgebracht Pineapple. Ja. Weißer Pfirsich und Ananas für die nicht-englischsprachigen. So. Und auch einfach mal zu demonstrieren, wie einfach das geht, gell? Jetzt ja, einfach, genau. Einfach mal hier Tüte aufreißen. Yeah. Deckel auf. Ups. So, zack. Oh, das riecht schon geil. Wow. Lass mich raten. Nach Ananas. Ja. Und das Ganze füllen wir jetzt auf mit Wasser. Mit 0,5 Liter. Die Sachen nicht auf. Boah, hört sich das nicht schon lecker an, wie das Wasser hier so rein? So, und jetzt einfach ein bisschen schütteln. So. Und jetzt genießen wir das Ganze doch mal. Jo, cheers. Kombe. Kombe. Oh, ist gut. Oh, das schmeckt gut. Weißt du was, ich pack das Ding mal für die Folge hinten rein, dann kann es jeder sehen. Sehr gut. Boah, wie dafür gemacht hier. Hammerhart, genau, oder? Rein. Wir hatten einen Link, ne? Genau. Und es gibt auch einen Code. Genau, der eine Code heißt Wir reden 5. Das ist ein 5-Euro-Rabatt für jeden Neukunden. Und Wir reden ist ein 10%-Rabatt für alle Bestandskunden. Ja, die Getränke sind ja auch noch vegan. Genau, enjoy. Alles raus. Und ihr könnt ja mal so ein bisschen Feedback geben. Oder schmeckt ziemlich gut, ey. Wow. Ja, mir schmeckt jetzt so White Peach auch sehr gut. Und ich fand auch, ey, ich habe diese Hydrations, die du mir gegeben hast, ne, die habe ich weggetrunken. Ja. Wirklich, weil es war ja so heiß, weißt ja, du. Und das war dann immer ganz geil, wenn du abends nach Hause gekommen bist. Mhm. Weil das kannst du dann richtig schnell wegpumpen. Weil ja, es halt auch kein Kohlensäure hat. Einfach genau, runter, schmeckt richtig lecker. Ja, ja, ja. Und außerdem ja, haben wir zwei weitere Ankündigungen zu machen, habe ich gehört. Ja, zwei? Mhm. Warte mal ganz kurz. Mach doch die eine Ankündigung, ja, die dir jetzt in den Kopf kommt und ich mach dann einfach die nächste. Am 21.09. gibt es ein Meet and Greet im Ostend. Wo? Im Ostend. Wo? Genau, Ostend? Der Laden heißt Ostend mit A Umlaut geschrieben bei Alma. Ganz entspanntes Meet and Greet mit Getränken, ein bisschen quatschen, ein bisschen kennenlernen, ein bisschen treffen, ein bisschen. Wir machen da auch eine Verlosung. Genau. Da könnt ihr nämlich Lose erwerben. Und alles für den guten Zweck. Kommt zahlreich. Da gibt es zahlreiche Preise. Wir erstellen eine Überraschungsbox. Da ist vielleicht das ein oder andere Bild von Inni aus jungen Tagen dabei. Ja, ja, ja. Jetzt mach mal keine falschen Versprechungen. Ja. Aber wir wollen auf jeden Fall eine kleine Box erstellen. Genau. Die gibt es dann exklusiv nur da. Die nächste Ankündigung. Mhm. Wir sind live. Project K 2024, wir kommen. Wir sind live dabei, live on stage im Kulturrahmenprogramm am 26.10. Mhm. Von 20 Uhr an bis
21:30 ungefähr anderthalb Stunden. Genau. Weißt du wo? St. Peterkirche. Die ist an der Konsti. Auf jeden Fall sind wir dort live. Kommt zahlreich. Wir sehen uns da. Da machen wir Live-Podcast. Ja, also das ist auch so First Comes, First Serve tatsächlich. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie viele Sitzplätze das waren. Aber es waren irgendwie 100 oder 200 Sitzplätze. Exciting News. Es ist aufregend. Erstes Mal Live-Podcast. Ja. Wir reden die Welt. Ey, ein Witz. Hau rein. Sitzen drei Leute im Kreis und reden. Wer verliert? War das jetzt ein schlechter Witz? Ich habe den nicht verstanden. Weißt du, wer verliert? Nein. Der Luke Mockridge verliert. Ja. Hast du das mitgekriegt mit dem anderen Podcast, der so viral geht jetzt gerade wegen so einer schlechten Publicity? Können wir den Podcast nicht nennen? Die Deutschen. Ja. Das sind ja Nisa und Scheiern. Ja, genau. Und ich glaube, du meinst die Folge, wo Luke Mockridge als Gast da war, ne? Genau. Ja, da haben die, glaube ich, so ein bisschen den Bogen überspannt. Ja. Und haben sich ja so ein bisschen lustig gemacht über die Paralympics. Genau. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt diesen Aufschrei und diese Welle, die jetzt denen so entgegenschwappt, ja, ob ich das so in Ordnung finde. Mhm. Also, bevor jetzt hier wieder auch ein Aufschrei passiert, ich möchte es erklären. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass sie den Bogen überspannt haben, was ich gerade gesagt habe. Das ja? war... Aber ich meine, die sagen ja von sich aus, die machen Satire, die machen Comedy. Und die sagen halt, in der Comedy sollte ja eigentlich alles möglich sein, weil die machen sich ja über alles und jeden lustig, wollen natürlich quasi so auch über jeden und alles sich lustig machen können. Es ist halt nur, dass der Witz super unter die Gürtellinie gegangen ist und eigentlich mehr schon fast beleidigend war als witzig, wenn ich ehrlich bin. Ja? Ja. So. Ja, also ich sage, das steht, glaube ich, außer Frage. Ja. So auf ihre Art und Weise ein Thema angegangen und haben da Witze drüber gemacht. Ja. Das mag man mögen, das mag man nicht mögen. Das ist meiner Meinung nach auch so eine Geschmackssache. Ja. Ja. Die meisten finden das jetzt nicht so lustig, ja? Glaube ich, jetzt einfach mal behaupten zu dürfen. Ja. Aber nichtsdestotrotz halte ich das für Geschmackssache. Ja. Ja? Und dass es auch vielleicht geschmacklos ist, sei auch mal dahingestellt. Ja. Aber ich glaube trotzdem, also sie werden jetzt, so eine Abstrafung ist von mir aus auch okay, wo man sagt so, ey, das war scheiße, was soll das? Ist überhaupt nicht lustig und so. Vollkommen daneben so, ne? Ja. Kann man ja auch machen und das finde ich auch, sollte man auch machen. Wo ich jetzt so ein bisschen ein Problem damit habe, ist, glaube ich, ist so diese Cancel Culture. Ja, dass du einfach komplett gecancelt wirst, weil du etwas gesagt hast, was bis gewissen Personen nicht gefällt. So, das weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Mhm. Ja, weil ich glaube, dass wieder das andere Extrem dann zum Tragen kommt. Die deutschen Podcasts haben jetzt was gemacht, was falsch war. Wirklich, es war falsch. Aber was ist jetzt die Konsequenz? Sollen jetzt nie wieder im Öffentlichen auftreten dürfen, weil sie geschmacklose Witze gemacht haben. Mhm. Überspannt meiner Meinung nach auch wiederum den Bogen. Du kannst ja meiner Meinung nach auch Fehler machen. Du kannst auch meiner Meinung nach dann auch dafür gerade stehen und sagen so, okay, ey Leute, war scheiße von uns. So, tut uns leid und so, ja. Und da kommt es natürlich auch auf die Message an, wie man sie rüberbringt. Ja, ob man es dann letztlich glaubhaft rüberbringt oder nicht. Also ich traue es den beiden nicht zu und auch Luke Mockridge in dem Fall traue ich es vielleicht auch nicht zu, dass die wirklich so schadenfroh sind. Ich glaube, bei Luke Mockridge muss man auch nochmal sagen, der war ja vorher schon so ein bisschen in der Schusslinie. Ja. Oder das heißt ein bisschen. Er ist vorher schon in der Schusslinie gewesen. Und jetzt hat er sich das nächste Ding geleistet. Also ich weiß auch nicht, hat er irgendwie, was ist denn mit seinem Management los, ey? Ja, ja, nicht nur das, aber ey, ganz ehrlich, Luke Mockridge, ich weiß nicht, also das ist so meine Einschätzung. Ist sowieso nicht so mein Humor, sag ich jetzt mal. Ja, aber das ist ja... Das ist ja völlig egal. Ja. Also trotzdem hat der seine Daseinsberechtigung, so, auch wenn es nicht mein Humor ist. Und ich glaube, so privat würde ich auch nicht unbedingt viel chillen mit dem, aber das, was dann halt passiert, ist halt dann doch trotzdem ein bisschen too much, weißt du? Mhm. Es ist ja nicht so, dass irgendwas, dass jetzt in dem Fall die Deutschen irgendwas propagiert hätten oder sowas. Mhm. Ja? Mhm. Haben sie ja nicht. Sie haben halt einfach eine Folge gemacht mit Witzen, die nicht lustig waren. So. Ja. Ja. Und kann ich auch verstehen, dass dann Menschen sich verletzt fühlen oder sich auf den Schlips getreten fühlen oder wie auch immer, sich dann äußern dazu. Mhm. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Aber ich glaube,
Die Rückhand haben sie schon bekommen jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja? Auf alle Fälle. Ja. So, ey, das war scheiße. Und ich meine, ey, ganz ehrlich, was soll jetzt die Konsequenz sein? Dass sie nie wieder auftreten dürfen? Ey, das halte ich für wirklich falsch. Ja, halte ich auch für falsch. Und es ist ja auch so, dass man macht ja Witze über Kulturen, man macht ja Witze über Ethnien. Ja, ja, ist es so, dass man das und... Gerade im Comedy-Bereich. Genau. Man bedient sich ja den Stereotypen. Genau, so, ja. Genau. Und wenn du 10, sagen wir, ich mache jetzt einen Asiatenwitz, ja, und es sind 10 Asiaten, davon fühlen sich 5 angegriffen, muss ich deswegen gecancelt werden? Finde ich nicht. Wenn ich einen Witz mache und alle 10 finden den nicht gut, dann sage ich, okay, es tut mir leid, ja, aber muss ich deswegen gecancelt werden? Nein, finde ich nicht, ja. Es hat sich ja sogar, ich habe heute einen Bericht gelesen, dass sich ein Kabarettist mit einer Behinderung gemeldet hat. Aha. Der hat gesagt, wir wollen, dass man Witze über uns macht. Aha. Ja, also das ist ja auch Inklusion irgendwo so ein bisschen, weiß ich mal. Ja. Und natürlich, er hat auch gesagt, so natürlich ist der Witz unter der Gürtellinie gewesen, miserabel und makaber, ja. Aber trotzdem will man, dass man über sie Witze macht. Also das hat er zumindest in diesem Bericht gesagt. Mhm. Ja, und er findet diese Cancel Culture halt auch nicht geil. Was ich mich aber frage ist, das ist ja immerhin am Ende des Tages noch ein Videopodcast. Ja. Und das muss ja auch geschnitten werden. Ja. Und ich frage mich, ob da so ein Qualitätsmanagement nicht stattfindet, so wie bei uns. Also bei uns ist ja so, dass wir, wenn irgendwas Fragwürdiges ist, wir uns das gegenseitig angucken, überlegen, wir besprechen das und dann entweder tauschen wir das aus oder wir nehmen den kompletten Absatz raus und drehen das nochmal und so, weißt du, ich meine, das machen wir ja auch. Ja. Wobei das auch gar nicht so oft vorkommt bei uns, wenn ich ehrlich bin. So gut wie nie eigentlich. Ja. Aber dass das halt nicht stattfindet, weil, also finde ich halt irgendwie interessant auf jeden Fall. Ja. Hä, hat da keiner sich mal hingesetzt und geguckt, ne? Die Folge sich mal angeschaut und gesagt, so, oh, vielleicht sollten wir es nicht machen. Ja. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist schon hochprofessionell, was sie da machen. Und da denke ich mir halt auch so, kommt so ein bisschen der Verdacht, vielleicht mit Kalkül, vielleicht wollten sie einfach mal so ein Ding raushauen und mal schauen, wie die Reaktion ist. Ja, so. Weiß ich, also weißt du, schon erstaunlich, dass das gelauncht wurde. Auf jeden Fall. Ja, die sind schon bekannt für ihre Rundumschläge, auf jeden Fall. Und die machen sich halt über alles und jeden lustig und sie selber nehmen sich ja nicht raus. Aber es macht die Sache nicht besser. Ja. So, weißt du, ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen Idioten sind. aber du verstehst, was ich meine, so, weißt du? Es macht halt die Sache nicht besser. Ey, guck mal, und wenn ich jetzt diesen einen Clip, was du gerade gesagt hast, wenn ich das so schneiden würde und du würdest sagen, ich will nicht sagen, dass die Deutschen Idioten sind. Ja. Das hast du nämlich gerade gesagt. Wenn ich nur das jetzt rausschneiden würde und das würde viral gehen. Die deutschen Podcast. Nee, aber wenn ich nur das rausnehmen würde und dann würde ich das ins Internet schicken, so, dann wäre das so, hä? Ich erinnere mich an eine Folge, die wir gemacht haben. Ja. Da habe ich erzählt von den Indianern auf der Zeil, die Panflöte spielen. Ja. Die sind verkleidet wirklich wie Indianer mit diesen Westen, mit diesen Federn in den Haaren und so. Und dann wurden wir darauf hingewiesen, dass das, die heißen nicht, die werden heutzutage nicht mehr Indianer genannt, sondern ein indigenes Volk. Mhm. Ja. So, cool, danke für die Dings. Ich habe es auch direkt runtergenommen. Du sagst dann diesen einen Begriff, aber das ist ja nur ein Teil einer Geschichte. Mhm. Und die Geschichte ging ja gar nicht darum, diese Leute zu diskriminieren, sondern die waren halt einfach Teil dieser Geschichte und die Geschichte war witzig und die Geschichte war aufbauend zu der nächsten Geschichte, die ich dann halt einfach komplett wegnehmen musste. Die Geschichte ist dann halt einfach dahin. Verstehst du? Also ich finde das manchmal, also manchmal ist Sinn und dann Vorsicht, also das ist manchmal nicht so ganz überein. Ja, stell dir mal vor, ein Nicht-Asiate hätte eine Geschichte erzählt von 2 Schlitzaugen. Genau. Ja. Dann wäre das halt auch nicht cool. Mhm. Es geht darum, dass er Schlitzaugen gesagt hat. Ja. So, ja. Und so ist es halt vielleicht auch wenn man halt den Begriff Indianer benutzt. So, ja. Stell mal vor, wir wären gecancelt worden, weil wir das Wort Indianer benutzt haben. Ja. Fände ich halt auch too much. Was ich auch so ein bisschen schwierig finde, ist, die geben uns kein Handbuch. Verstehst du? Ja. So, das ist okay und das ist nicht okay. Ja. Weißt du, ich habe jetzt vor kurzem habe ich jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie sagt man das? Darf man sagen Schwarzer? Oder muss man farbiger sagen? Ich habe keine Ahnung, was man jetzt sagt. Ey, farbiger ist auf jeden Fall falsch. Man sagt ja People of Color. Aber man sagt ja nicht Person der Farbe, so sagt man ja. Ja, aber gleichzeitig gibt es die Bewegung Black Lives Matter. Ja, natürlich, ich weiß. Ja. Und dann wird ja Black offiziell genannt. Genau. Aber es gibt halt keine Struktur, weißt du? Nichts, wo man das irgendwie nachlesen könnte, wo man sagen könnte, so okay, wenn ich mich richtig ausdrücken will, sage ich jetzt das, mache ich jetzt das. Ja, und vor allem, es ändert sich auch vor genau, allem. Genau, es wird erwartet, dass ich das weiß, verstehst du? Und das ist so ein bisschen das Schwierige. Heute
vollkommen konform ist, ist vielleicht im nächsten Jahr wieder komplett daneben. So. Genau. Ja. Das ist halt, das Problem ist halt, dass wir beide, wir sind halt Millennials, aber am Anfang des Bandes, wir sind schon fast Gen Xer eigentlich. Mhm. Ja, so. Und wir sind unser ganzes Leben lang, 35 Jahre, sagen wir mal, aufgewachsen, oder 40 Jahre sogar, aufgewachsen mit gewissen Strukturen, mit gewissen Vokabular, sage ich jetzt mal, was dann jetzt halt nicht mehr funktioniert. Ja. Aber es gibt uns aber auch keiner ein Handbuch. Ja. Oder gar keiner gibt uns so, ey, das ist eigentlich okay. Weißt du, so stattdessen wird dann halt anhand von irgendwelchen Worten. Guck mal, das ist, ich finde das schwierig, ich finde das komisch. Man versucht zu korrekt zu sein und macht dabei viel zu viel falsch. Also das ist ja dieses Absurde. Inklusion auf der einen Seite und dann kommt wieder sowas auf der anderen Seite. So, weißt du, ist doch klar, dass die Leute verwirrt sind und nur Fehler machen können. Ja. Und gerade Menschen in der Öffentlichkeit, die in der Öffentlichkeit stehen. Weil woher sollen wir das wissen? Mhm. Auf der einen Seite steht Inklusion, auf der anderen Seite steht wieder Cancel Culture. Du musst überspitzt dargestellt. Ja, überspitzt, aber du musst halt alles akzeptieren. So. Ja. Ja. Du darfst nicht mehr sagen, sehr geehrte Damen und Herren. Das darfst du auch nicht mehr sagen. Ja. Ja. Das kriegt man ja alles so, ich sag mal so, am Rande mit. So. Es ist ja nicht so, dass es dann irgendwie eine, also da muss man ja wirklich einen Studiengang absolvieren. Aber es ist ja jetzt ein bisschen aufgeweicht. Es ist ein bisschen besser geworden, auf jeden Fall. Zum Beispiel hat ja, glaube ich, auch die Regierung in Hessen hat ja zum Beispiel gesagt, die gendern nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Ach, echt? Es wird nicht mehr gegendert. Mir fällt es schwer zu gendern. Ich meine, ich mache das trotzdem. Wenn es mir einfällt, dann mache ich es trotzdem. Das stört den Flow im Gespräch irgendwie. Genau, aber das ist der Punkt. Ja. Dich und mich stört das. Ja. Definitiv. Ich hab mich letztens unterhalten mit jemand Jüngeren, die das so fluently gemacht hat. Also die war so native. Ja, weil die damit aufgewachsen sind. So. Genau. Anyways. Aber man sagt das auch nicht mehr, gell, wahrscheinlich. Das ist doch auch wieder schon wieder verboten, wahrscheinlich. Was denn? Anyways? Nein. Nee. Die LehrerInnen. Man sagt wahrscheinlich die Lehrkräfte jetzt oder sowas. Nee, man sagt die LehrerInnen, glaube ich. Und was ist mit Lehrern, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen? Das ist ja, das Innen ist das komplette Spektrum von Lehrer bis Lehrerin und alles, was sich dazwischen befindet. Darauf hat man sich geeinigt, das soll dann halt das komplette Spektrum darstellen. Das halt, damit inkludierst du quasi alle. Ja, damit habe ich was Neues gelernt. Ja, siehst du. Aber okay, halt wollen wir eine Petition starten? Ich möchte, dass die heißt jetzt, ich möchte Krankenbruder haben, ey. Ey, vielleicht gibt es das sogar schon. Aber Krankenbruder, halt, was los? Ey, ist mein Krankenbruder. Ja, also so fazitmäßig. Also, guck mal. Fazitmäßig. Fazitmäßig, ich sag, pass auf, man sollte jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf lassen und nicht jetzt nicht über die Stränge schlagen und hier irgendwie Cancel Culture durch einmal so Rundumschlag machen. Cheyenne und Nisa, ihr habt euch entschuldigt, ihr habt den Fehler eingesehen und damit sollte es auch gut sein, so, ja, ganz ehrlich. Und ich glaube, den Vorschlag, den sie in ihrem Statement gemacht haben, dass Cancel Culture doch mal vorbeikommt und einfach den Dialog sucht mit euch, den finde ich ganz gut. Auf jeden Fall, nee, du hast recht, finde ich auch. Wir sind auch jederzeit offen für Leute, die uns genau das erklären, was wir nicht verstehen, um halt auch wirklich alles richtig machen zu wollen. Ja. Das ist einfach nur ein Wunsch, dass man mehr sich austauscht. Es bleibt am Ende des Tages Unterhaltung. Es bleibt am Ende des Tages Satire, es bleibt am Ende des Tages Comedy. Hm. Und wo würden wir landen, wenn wir Comedy zensieren die ganze Zeit? Genau. Wir reden die Welt. Hast du ein koreanisches Wort des Tages? Ein koreanisches Wort des Tages? Ja, fällt dir was ein? Nein, es ist kein Wort, aber ja doch, passt ja für mich. Pigonhada. Pigonhada. Piguns. Piguns. Piguns? Ja. Das ist neukoreanisch. Ja, das hat so ein YouTuber, der WhatsApp-Man, hab ich dir mal gezeigt. Ja. Der ist ja Amigupo. Der macht überall ein S ran, wenn's so Plural ist oder wenn so oder wenn er dem dann eine bestimmte Bedeutung hat. Ja. Dann sagt er, na ohne Piguns. Echt? Das ist voll witzig. Pigonada. Das heißt müde. Ja. Genau. Ey, ich habe mir mal überlegt. Ja. Ich meine, wir sind ja hier so ein Musikstudio. Ja. Mhm. Ich habe mir so überlegt, hast du Lust, einen Song mal mit mir zu machen? Und einfach mal zu gucken, wie der ankommt. Was für ein Song? Mal gucken. Mal gucken, wohin uns der vielleicht so treibt. Hättest du Interesse, mal mitzumachen? Einfach mal zu gucken, so wie es wird. So aus Jux? Ja, so aus Jux. Wenn ihr das wollt, dann schreibt in die Kommentare. Okay. Sag mir mal drei Schlagwörter, aus denen ich einen Song basteln soll.
Ey, sag mal, was sind das für Fragen, ey? Keine Warum? Ahnung. Sag einfach drei Schlagwörter. Irgendwas, was mit unserem Podcast zu tun hat oder worauf du irgendwie... Freundschaft. Freundschaft. Korea. Korea. Jajangmyeon. Okay, das ist gut. Ich schreib mal ein, zwei Demos. Okay. Und lass die mal dann einsingen und mal ausprobieren, einfach mal. Okay, ja, okay. Ich bin gespannt. Okay. Ja. Das ist ja witzig. Ey, wurdest du schon mal gemobbt? Wir hatten am Wochenende Leute aus Dortmund da, also ja. Freunde von uns. Wir saßen so da und haben uns einfach so unterhalten und so. Wir waren halt vier Asiaten, saßen halt im Wohnzimmer. Und haben so ein bisschen gechillt, ein bisschen gelabert hin und her. Die gucken halt auch, wir reden die Welt. Und dann haben wir uns über dies, über das unterhalten. Und irgendwann habe ich gefragt, ob die gemobbt wurden, jemals. Yeah. Ja. Und die haben gesagt, ja, in der Schule wurde auf jeden Fall gemobbt. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, ob du jemals in deinem Leben generell einfach mal gemobbt wurdest. So. Auf der Arbeit. Auf der Arbeit wurdest du gemobbt. In der Schule nicht so? Nein. Gar nicht? Ich habe schon in der Schule so, wurde mir schon immer, weißt du, allein schon, wenn zum Beispiel das Thema China oder Asien generell aufkam, haben so alle Schüler so auf mich geguckt. Zum Beispiel sowas, ja. Sowas, da fühlt man sich ja schon so ein bisschen... Nö, aber hat sich bei mir keiner getraut. Ja? In der Schulzeit, nein. Aber im Arbeitsleben... Aber auch wegen deiner Herkunft? Nein. Generell. Ja, also doch, eigentlich schon. Aber derjenige, der mich gemobbt hat, hatte dieselbe Herkunft. Und der hat, keine Ahnung, der hat mich komplett auseinandergenommen, jahrelang. Wie, warum? Ja, warum? Ich weiß bis heute nicht. Und ich habe mir das jahrelang gegeben, weil ich dachte, er macht das aus einem gewissen Grund, um mich zu pushen. Und ich habe immer gedacht, naja gut, Payout kommt irgendwann so. Mhm. Aber kam halt nie. Für mich war das eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit. Das ist ein bisschen komplexeres Thema. Da habe ich wirklich monatelang, also sehr, 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 sehr lange Zeit habe ich... war schlaflos. Ey, bei dir ist tatsächlich Schlaflosigkeit ein Stresssymptom, gell? Das so, wenn du jetzt, weil du jetzt ja auch viel schlaflos bist, ist es so, hat das so stressbedingte? Ist das so stressbedingt? Ich glaube, eher unterbewusst, definitiv, ja. Ja, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mega gestresst fühlen würde oder so, glaube ich. Aber also ich weiß, es ist viel los gerade und es gibt viel zu tun und zu erledigen. Aber ich fühle jetzt nicht so unmittelbar diesen Stress, aber wie du schon sagst, das wirkt sich dann halt auf meinen Schlaf aus. Und dann weiß ich, dass da Stress da ist. So. Aber das war wirklich, also das war ja nicht nur Stress, das war auch Verzweiflung, das war Wut, das war Unverständnis, waren halt also eine Mixtur von diesen ganzen, sag ich mal, negativen Emotionen, die dann dazu geführt haben, ich habe auch extrem angefangen zu knirschen mit den Zähnen. Machst du es immer noch? Mache ich immer noch. Okay. Ja. Krass. Das habe ich nie wieder abgelegt. Und über mehrere Jahre habe ich halt gedacht, so, ja, es kommt. Er macht das nur, weil... Ich habe immer sein Verhalten sogar noch entschuldigt für mich selbst, so, weißt du? Irgendwie auch total absurd, so, ne? Aber wie gesagt, das ist ein bisschen komplexeres Thema, worauf ich jetzt nicht so wirklich eingehen möchte. Warum ich da nicht einfach gegangen bin. Also gesagt habe, weißt du was, fuck you, ey, ich kündige. Ja, das hat mir ja schon mal Chama und so. Genau, das kommt auch noch hinzu, ne? Kommt auch noch hinzu. Ja, ich weiß bis heute nicht warum, aber das hat sich so ausgewirkt mit, also so, weißt du, so diese Mobbing-Aktionen waren halt so. Das fing an mit einfach Behauptungen aufgestellt. Der Kunde hat keinen Bock mehr auf dich. So, hä, warum? Ja, weil du so und so und so. Und ich denke so, was, echt? Ja, und nicht nur der Kunde, sondern auch deine Kollegen, die haben auch alle keinen Bock mehr auf dich. Hä? So, weißt du? Und es war einfach nur, damit er mich runtermachen konnte. So, egal, was ich gemacht habe, es war falsch. Mhm. Egal, was. Alle meine Projekte sind gelaufen. Ich habe nie ein Projekt gegen die Wand gefahren. Ganz im Gegenteil, mir wurden sogar Projekte übergeben, die Gefahr gelaufen sind, gegen die Wand gefahren zu werden. Aber ich habe nie Credit dafür gekriegt. Du hattest nie Credit dafür gekriegt? Hat immer dein Vorgesetzter Credits dafür gekriegt? Nee, nicht seinen Namen. Nein, das noch nicht mal. Aber es war dann so, zum Beispiel, da habe ich gemeint, ja, hier, wie sieht es denn aus mit der Gehaltserhöhung oder sowas? Hä, wie kommst du nur darauf? Ja. Zum Beispiel, ja. Und dann sage ich, ja, guck mal hier, in diesem Jahr habe ich 250 Projekte abgewickelt. Nicht eine ist schiefgelaufen. Jeder ist höchst profitabel, bla, 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 bla. Ja, und? Wenn du es nicht gemacht hättest, hätte jemand anders gemacht. Es ist einfach asozial, richtig asozial. Mhm. Und das sind auch so Sachen, die ich ihm bis an mein Lebensende wirklich übel nehme. Weil das ist nämlich auch eine Person, die ich wirklich, zu der ich aufgesehen habe. Mhm. Das kommt noch hinzu. Ey, das ist aber krass, weil so gemobbt zu werden, das ist schon krass. Weil diese Art Mobbing ist schon krass. Das ist nur die Speerspitze. Ja, ich könnte ein Buch füllen mit den Sachen. Auch im Nachhinein habe ich mich dann auch gefragt, so wie dumm, ey, dass ich mir das die ganze Zeit gegeben habe. Aber ja, weil ich halt immer gehofft habe,
Es wird besser, es pays, es wird 20 Euro. Es kommt. So was du erlebt hast, ne, das ist richtig hartes Mobbing. Also das ist wirklich, wirklich krass, weil das geht ja schon an die psychische... Ja, komplett. Also, komplett. Ne? Ich, das ist die Zeit, wo ich sage, ich habe, glaube ich, einen Burnout gehabt. Mhm. Aber ich hab mich einfach durchgebissen. Ich habe einfach weitergemacht. Ja. Ich hätte wirklich jeden Morgen, ich hätte heulen können, auf die Arbeit zu gehen. Und heulen können oder hast du auch geheult? Nee, ich habe nicht geheult. Also wirklich jetzt nicht, aber ich hätte wirklich heulen können. Okay. Also das sage ich jetzt nicht übertrieben. Ich hätte wirklich flennen können. Ey, ich muss auf die Arbeit. Fuck, ey. Also meine Zeit bei Hyundai war ja auch schwer. Ja. Weil das war auch für mich so dieses Montagmorgens Anzug wieder überstreifen und auf die Arbeit gehen. So. Das war richtig, boah, das habe ich gehasst so. Und freitags dann meinen Anzug abzulegen, auch wenn es spät um 21 Uhr, 22 Uhr erst nach Hause gekommen ist, war es so voll die Erlösung, so für zwei Tage zumindest. Oder? Mhm. Und Sonntagabend dann so ab 19 Uhr schon wieder der Upturn, der dann halt war. Aber das ist ja dann gar nichts, im Gegensatz zu dir, ehrlich. Wenn du so gemobbt wirst und gestresst bist, ja, gibt es irgendwas, was du dann so speziell machst? Weil ich bin so ein Stressesser. Bei mir merkst du so richtig, wenn ich viel Stress hatte, weil dann bin ich so 10 Kilo schwerer, 10, 20 Kilo schwerer. Und wenn ich dann wieder mein Leben und mit Stress und so, wenn ich damit wieder klarkomme, siehst du so richtig, wie ich dann halt weniger habe. Ja? Ja, also es ist, ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand, weil wenn du halt lange wach bleibst und lange arbeitest und so, dann hast du auch komische Esszeiten und auch nicht das gesündeste Essen, weil es halt alles schnell gehen muss. Und auch Heißhunger und so, ne? Und dann hast du auch irgendwie Heißhunger. Dann trinkst du auch noch zwischendrin mal ein Bierchen, wenn es halt nachts ist oder sowas. Einfach nur um irgendwie, ja, hört sich ein bisschen blöd, aber einfach ein bisschen Spaß am Leben zu haben, so, weißt du? Ja. Und dann hast du die Wochenenden und dann haust du nochmal richtig auf die Kacke, weil du den ganzen Stress und Frust halt irgendwie loswerden willst. Trinkst halt nochmal so ein bisschen mehr. Und ist halt wieder scheiße, so, weißt du? Und das ist ja dieser Teufelskreis. Nicht, also gut, es gibt auch die Leute, die abnehmen dann bei Stress, ne? Aber ich glaube, ich habe auch zugenommen. Also früher in meinen jungen, wilden Jahren hätte ich es anders kompensiert. Da wäre es mir auch egal gewesen. Ach so, okay. Ob ich gefeuert worden wäre, weil so hätte ich mich nicht behandeln lassen, so, weißt du? Und vielleicht war auch dieser Gedanke, dass ich das nicht machen kann. Nochmal ein weiterer Stressfaktor, weißt du? Ja, also es hört sich jetzt voll dumm an, aber es war weil du so machtlos bist. Ja, weil du so, du könntest jetzt, aber machst es nicht. Genau. Und das stresst dich dann auch schon wieder. Ja, ich kenne das. Ja. Genau. Ich habe doch diesen Spruch, den ich überwiegend ja lustig finde, ist ja immer so, okay, ich gehe weg und dann mit dem Gedanken, du lebst nur, weil ich es zulasse. Ja. Ja. Wenn dir auffällt, dass jemand gemobbt wird, bist du dann der Typ, der dann dazwischen gehen würde, die Leute sagt, ey, hört auf mit dem Scheiß, den dann unter ihnen Schutz nehmen? Oder bist du eher so, okay, zum Glück trifft es mich nicht? Oder dir ist es halt einfach egal, weil es dich nicht betrifft? Ich bin dann der mitmacht. Achso, die Option gibt es natürlich auch noch. Stimmt, die Option gibt es auch noch, ja. Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, von wo das so stattfindet. Wenn ich sehe, auf der Arbeit findet es statt, der Vorgesetzte hat einfach jemanden auf dem Kicker, weißt du? Dann weiß ich nicht genau, ob ich da tatsächlich aufstehen würde und ihm halt Widerspruch geben würde und was weiß ich was. Wenn ich zur Rede gestellt werde, ist jetzt zum Beispiel der Inni wirklich jetzt irgendwie so aggressiv und bla bla, würde ich, glaube ich, auf jeden Fall meine Meinung sagen, würde sagen, nee. Und ich wäre, glaube ich, eher für ihn dann da, der gemobbt wird, als dass ich mich dann dagegen stelle, weil irgendwie ist es ja auch so ein bisschen kleiner. Ja, du würdest dich ja selbst in die Schusslinie bringen. Genau, das ist ja der Punkt. Ja. Aber in allen anderen Situationen bin ich eigentlich eher so der Typ, der sich dann auf die Seite stellt von denen und versucht, das irgendwie gerade zu biegen. Also ich mag gemobbt werden und so mag ich generell nicht. Ich wurde jetzt in der Schule nicht wirklich gemobbt, weil dafür war ich dann doch ein bisschen zu hibbelig und zu sehr selber der Kasper so. Ansatzweise schon, auch so. Allein so wegen meiner Herkunft, so Ching Chang Chong, so in der Schule und so ein Scheiß, ja. Und weil ich halt immer so ein bisschen dicker war oder ein bisschen größer. Ich war halt einfach größer, kompakter als alle. Ich war in der ersten Klasse so groß wie ein Viertklässler. Echt? Ja, genau. Ich weiß noch. Okay. Ich weiß noch. Ja. Ich bin in die erste Klasse gekommen und dann hat irgendein Viertklässler einen Schulkameraden von mir geschubst. Ja. Und ich habe ihn einfach gepackt und weggeworfen.
Ich war echt groß. Ich, ich war stark für mein Alter. So, ne? Ich hatte immer Angst, so, aber das sowas war. Und ich weiß noch einmal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, aber da war ich, ich glaube, das war dritte Klasse oder sowas. Da war, ich war einfach viel, viel größer. Und da war so ein Mitschüler sozusagen. Wir hatten 5 Minuten Pause, ich wollte halt pissen. Und dann ist ja so, in der Grundschule ist ja immer diese Rinne. Das ist ja kein Pissoir, sondern diese Rinne. Ja. Und der wollte mich ärgern, hat mich so von hinten die ganze Zeit in die Rinne halt bisschen so schubsen, so rein. Da habe ich den halt so ganz leicht geschubst. Der ist halt wirklich durch die komplette Rinne gerutscht. So, der ist da reingefallen und ist dann halt bis hinten an die Wand gerutscht. Ja. Also ich hatte in meiner Erinnerung, dass ich den gar nicht so krass geschubst habe. Ich wollte ihn einfach nur wegschubsen von mir, weil er mich die ganze Zeit geschubst hat. Ja. Aber ich habe ihn halt geschubst und ist halt die Rinne entlang. Ja. Dann ist er halt zur Lehrerin, hat dann gesagt, dass ich ihn halt musste er. War ganz Hose, Mann. Er war komplett nass, Alter. Die Reaktion von der Lehrerin war witzig, weil die hat das so gesehen, fand es so krass, dass sie gelacht hat erstmal. Und dann hat die gemeint, ey, das kannst du nicht machen. Die hat gemeint, Jean-Jean, das darfst du nicht machen. Das war nicht gut von dir. Gib mir deine Merkheft. Und dann hat die halt so ein... Je suis désolé. In der Schule war das halt echt so, dass ich halt schon wegen meiner Größe und weil ich dann halt nicht kleiner geworden bin, sondern immer größer, war ich dann halt einfach immer so der Dicke, ja, und dann auch noch der Asiate, dann wirst du halt immer mal wieder gemobbt, so. Ja. Bei mir war es ja genau das Gegenteil, ich war immer klein. Ja? Ich bin sehr spät, habe ich so einen Schuss gemacht. Ah, echt? Ich war immer super klein, aber ich war immer ja so gut im Sport und so. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man dann in der Schulzeit und in der Kinderzeit einfach in Ruhe gelassen wird. Ich weiß es nicht. Aber weißt du, was ich meine? Ich war immer saugut im Sport. Ja, so diese Bundesjugendspiele und dieser ganze Kram, sowas. Immer. Meine Größe war nie irgendwie. Nachteilig. Nachteilig, beziehungsweise wurde dann dazu benutzt, mich dann irgendwie runterzumachen oder so. War nie der Fall. Ja, deswegen, weißt du, deswegen kann ich es ein bisschen nachvollziehen mit gemobbt werden in der Schule so. Also guck mal, der Punkt ist, worüber wir uns am Wochenende unterhalten haben, war, ich glaube, damit habe ich meine Eltern auch ein bisschen mal so richtig tief traurig gemacht, glaube ich. Okay. Ja. Ich war in Korea mit meinen Eltern und da gab es damals dieses Pengi-Spiel, das ist so ein Kreisel. Was du mit so einem Seil machst. Wo man sich gegeneinander battelt. Wo man sich gegeneinander battelt. Ja. Das habe ich den ganzen Sommer über in Korea gemacht. Ja. Kam dann nach Deutschland und hatte das so. Und ich habe mich voll gefreut. Mein Vater hat mir ganz viele Pengis gekauft. Ja. Ich habe die mitgenommen. Ich fand das voll cool. Bin dann damit am ersten Tag in die Schule gegangen. Und die Kids haben mich darum ausgelacht. Die fanden es halt nicht cool. Die haben mich eher ausgelacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe die Dinger in die Ecke geworfen. Hab gemeint, ich habe nie wieder damit gespielt. Oh Mann. Ja, nie wieder. Wie alt warst du da? Ich war da 10 oder 11 oder sowas, ja. Ich habe nie wieder damit gespielt. Okay. Und das war so eine Sache, über die wir so ein bisschen geredet haben, die ich voll interessant fand. Und ich wollte eigentlich mitbringen. Einfach so, weil ich das halt auch mal hatte so. Ne? Und wollte eigentlich fragen, ob du sowas auch mal hattest. Nee, so in meiner Kindheit und Jugend und so, in der Schule. Gar nicht. Nee. Gar kein Mobbing, nee. Aber was du mal erzählt hattest, was du hattest, das hatte ich nämlich auch, war, wenn du so zum Beispiel Klamotten in Korea gekauft hast, ja? Ja. Die obergeil in Korea aussahen, weil jeder so rumläuft. Und dann bringst du die mit nach Deutschland. Der erste Tag, an dem du rumläufst, fühlst du dich halt voll verkleidet. Ja, ja. Ja. Und jeder sagt so, wie du siehst aus wie so ein Depp, weißt du, ich meine. Und dann hängen die auch in deinem Klamottenschrank und ziehst sie halt nie wieder an. Genau. Aber das war nicht wegen Mobbing. Das war dann einfach, du hast dann selbst gemerkt, so, Also weißt du, so dieses, damals war das schon so, dass der koreanische Klamottenstil so ein bisschen farbenfroher war. Also unter anderem, ne? Also und hier war es mehr so Mono, mehr so dunkle Töne und so. Und da war das schon früher schon sehr viel mit Pastell und so ein Kram. Ja. Und es sah cool aus, so, ne? Und dann läufst du und bist auf einmal in Deutschland so, voll komisch so, ja. Und dann hat man die nicht mehr angezogen, ja. Aber und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für damals zumindest, mit der Musik. Ja. Du hast dann irgendwelche Chart-Songs aus Korea, die du voll cool fandest in Korea. Und dann hast du dann so das Album gekauft oder keine Ahnung. Und dann bringst du es wieder mit nach Deutschland und hörst dir das an und denkst so,
Was fand ich denn daran so geil, so weißt du? Oder kennst du das auch? Ich kenne das auch. Der Zauber ist immer weg, sobald du deutschen Boden berührst. Ja, genau. Aber das ist voll seltsam. Aber das ist genau. Seltsam. Nee, aber so ein Erlebnis, also so, dass ich irgendwas, also das, also ich weiß, was du meinst, weil deine Eltern haben sich auch gefreut, weil du dich gefreut hast. Dann hat dein Vater dir noch extra noch mehr geholt und so. Ja, und genau. Weil er das vielleicht auch aus seiner eigenen Kindheit und Jugend kennt, so, ne, hat sich gefreut, ey, cool, mein Sohn findet das auch cool. Und dann kommt auf einmal der Sohn am nächsten Tag total gefrustet und traurig nach Hause und sauer vielleicht sogar. Eventuell sogar noch mit dem falschen Gedanken, mein Vater ist dran schuld, weil er mir den Scheiß gekauft hat, so. Weißt du? Ja, genau. Ja, genau. Was dann so ein bisschen unfair logischerweise, aber halt im Kinderkopf dann halt brütet, so. Ja. Ja, und dann ist natürlich schon ein bisschen bitter. Ja. Ja. Und ob das so... Schwierig, genau. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es da so eine große einzige Antwort darauf gibt, glaube ich. Weiß ich nicht. Man muss natürlich die Kinder drauf schulen, sage ich mal, was ab wann es denn Mobbing ist. Also wenn man halt die ganze Zeit geärgert wird und so weiter und so fort, dass Leute sich über einen lustig machen und so, ja. Aber was macht man dann dagegen? Weiß nicht. Bringst du dein Kind bei, geh hin und hau den allen auf die Schnauze? Ich weiß es nicht, weißt du? Es ist ja auch nicht die Lösung. Natürlich nicht, natürlich. Ist auch nicht die Lösung. Oder natürlich geh zum Lehrer, dann bist du vielleicht noch krasseres Opfer, so, weißt du? Weil du dann halt gepetzt hast. Keine Ahnung. Also weißt du, was ich meine? Oder der Vater muss halt nach der Schule warten und ihn zur Schule bringen und abholen. Aber dann ist halt auch in den Pausen nicht da und so. Ist halt scheiße so. Ist komplett kacke, ja. Ja, ja. Ey, boah, ich hoffe, ich komme nie in so eine Situation, ey. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Was machst du denn dann? Wenn du so, den wenn Vater du so, umhauen. Wenn du so merkst, dass das Kind gemobbt wird in der Schule, auch wegen der Herkunft und so. Den Vater. Klar, man konsultiert dann wahrscheinlich die Lehrer, aber da wird vielleicht auch nicht viel passieren, so, keine Ahnung. Dann müsste man halt an die Eltern herantreten. Und ja, aber so, hier, dein Kind ärgert meinen Sohn so und der kommt, jeden Tag habe ich mit einem weinenden Kind zu tun, weil der nicht in die Schule möchte und so. Mhm. Weil eure Kinder mein Kind so mobben und so. So, und das schaut man sich halt an. Und wenn das halt nicht besser wird, ich will gar nicht drüber nachdenken, aber keine Ahnung, ey. Bis zu einem gewissen Grad bist du wirklich so ein bisschen machtlos, so, weißt du? Ja, natürlich bist du machtlos, also kannst halt nichts machen. So. Ja, ich sag nicht natürlich machtlos, aber ich sag halt so... Also wenn das, ein anderes Kind mobbt, ja, bist du schon ein bisschen machtlos, weil eigentlich bist du ja der Erwachsene, du hast so ein bisschen Wut dem anderen Kind gegenüber, kannst ja aber dem Kind nichts antun, das geht ja nicht, weißt du? Aber deswegen gehst du ja an die nächste höhere Stufe, du gehst an die Eltern ran. An die Eltern oder an die Lehrer oder sowas, ja, und wenn das aber nicht besser wird, bist du machtlos, tatsächlich. Außer du kannst natürlich das Kind von der Schule nehmen, woanders hin. Aber das macht doch auch keinen Sinn. Ja, ist auch scheiße. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich will da gar nicht so wirklich drüber nachdenken. Ich finde das ist wirklich schrecklich, sowas. Ja. Vor allem, man weiß ja auch, ich meine, guck mal, wir sind jetzt so im Erwachsenenalter. Und wenn man dann jemanden mobbt, weiß man ja auch in der Regel, was man damit anrichtet. So, ja. Also das ist dann schon bewusst, dass man jemanden nicht mag oder so. Und dann bewusst jemanden dann halt mobbt, sage ich mal. Aber als Erwachsener hast du, glaube ich, so gewisse Werkzeuge, damit umzugehen. Hast du einen Ratschlag für die Leute da draußen, die eventuell Opfer von Mobbing sind? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. Weil ich wurde jetzt nicht so in dem Maße gemobbt wie du auf der Arbeit. Aber es grenzte schon an Mobbing, sag ich jetzt mal. Ja. Immer so diese hässlichen Blicke von oben. Weißt du, wenn du irgendwie mal was für dich tun willst, ja, oder wenn du was für dich einfordern willst, immer dieses Nein und immer dieses Kleinhalten. Das kenne ich ja auch aus koreanischen Filmen. So, ne? Und ich bin aber vom Typ Mensch her auch genau, also ähnlich wie du, dass ich mich gewisse Sachen einfach nicht traue. Ich traue mich nicht, für mich einzustehen, ja, was in solchen Situationen. Einfach nur, weil ich so ein bisschen Schiss habe, das einzufordern, was mir zusteht, weil ich Angst habe, dann halt meinen Job entweder zu verlieren. Weil mir immer dann aber auch, weil mir damals auch immer so ein bisschen der Gedanke in den Kopf eingepflanzt wurde, du bist ersetzbar. So, ich brauche dich nicht, du bist ersetzbar. Wenn du irgendwas willst, okay, aber dann da ist die Tür, weil der Nächste, der deinen Platz haben will, ist auf jeden Fall da. Und in dem Alter wusste ich nicht, dass das eigentlich gelogen ist. Verstehst du? Also es gibt ja nicht sofort einen Ersatz für dich, der in dem Pensum für dich, für jemanden arbeitet. Du musst mal überlegen, ey, du hast 20 Projekte parallel gemacht, Alter. Ja? Du warst schon ersetzbar, unersetzbar für die Leute. Ja, aber auch nicht, in seinen Augen auch nicht. Ja, genau. Ja. Aber dann irgendwie schon, weil du hättest ja ein Damage hinterlassen, wenn du gegangen wärst. Wenn ich gesagt hätte, ich gehe einfach, ja, dann hätte er oder mein Chef in dem Moment alles selber machen müssen. Aber das sind so Zusammenhänge, die du erst viel, viel später verstehst. In dem Moment, du hast so wenig Berufserfahrung, raffst du überhaupt gar nicht, dass es so ist. Und
Ich habe jetzt nicht unbedingt einen Rat. Was ich aber auch, wie du selber sagst, was ich heute anders machen würde, ist, ich würde es einfach direkt kommunizieren. Ich würde einfach direkt relativ schnell die Konfrontation suchen, weil dazu ist mir mein Leben zu schade. Irgendwie nach der Pfeife von irgendjemandem anderen zu tanzen, der dann halt noch nicht mal cool genug ist, auch mal Lob auszusprechen. Ja, oder dir zuzugestehen, dass du einen guten Job gemacht hast. Weißt du? Und das ist halt mal, so Lob ist ja immer die günstigste Motivation, die du einem Mitarbeiter geben kannst. Genau, ja. Genau. Und damit geizen sie am meisten. Ja. Mitunter, ja. Das ist wirklich schlimm. Da muss man sich halt fragen, ist der Job das wert? Macht die Arbeit denn so viel Spaß? Ist das Geld, das man verdient, so wichtig, dass man das halt aushalten möchte? Und dann halt hofft, okay, es wird sich bessern. Ich werde ja irgendwann promoted und dann habe ich das Problem nicht mehr. Oder wie auch immer, keine Ahnung. Das muss halt jeder für sich wissen. Aber mein Rat ist grundsätzlich zu sagen, schau dir das erstmal an. Wie gesagt, man lernt auch viel dadurch. Man lernt auch viel von sich über sich selbst. Ich hätte es gerne auf eine andere Art und Weise erfahren, sage ich mal. Ja. Ja. Aber ich sage halt, weißt du, man lernt halt über sich selbst viel und so. Ja. Und ich finde halt einfach, es ist nie wert, wenn man merkt, es geht an die Gesundheit. Ja, ich würde sogar ein bisschen weitergehen. Ich würde sogar sagen, so, ey, also als allererstes, fall nicht um bei dem ersten Wind. Ja? Ja, man muss immer Kompromisse eingehen. Aber unbegründete Beschuldigungen, man sollte schon für sich einstehen. Wenn du unbegründet irgendwelche Beschuldigungen erfährst, dann stell dich hin, steh für dich ein. Ich hatte Angst tatsächlich, dass ich eventuell meinen Job verliere, dass mir andere Sachen passieren und so weiter. Ja. Alles unbegründete Sachen, finde ich, die mich daran gehindert haben, da wegzugehen oder mal für mich einzustehen. Ja. Wenn man merkt, es geht auf das Gemüt und damit halt auch auf die Gesundheit, dann ey, zieht die Reißleine immer. Ini. Chong. Wie nennen wir denn die Folge heute? Mobbing-Opfers. Opfers. Mobbing-Opfers, alles klar. Dann nennen wir das Mobbing-Opfers.